Magdalena Neuner, herzlichen Glückwunsch zum 11. WM-Gold. Dankeschön, danke. Magdalena, das war ein Titel mehr oder weniger mit Ansage. Werden Sie sich jetzt langsam eigentlich selber unheimlich? Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich schön, dass es so super aufgegangen ist. Ich habe wirklich wahnsinnig hart dafür gearbeitet und unheimlich viel investiert, dass es dann am Ende auch wirklich so gut geklappt hat. Und es ist eine unheimlich schöne Bestätigung und ich freue mich natürlich wahnsinnig darüber. Es war ein perfekter Tag, es war ein perfektes Rennen. Haben Sie selber irgendwas zu meckern heute Abend? Hat irgendwas nicht geklappt? Also ich bin ja sonst immer sehr skeptisch mit meiner eigenen Leistung, aber heute bin ich wirklich mal so, dass ich nichts zu meckern habe und dass ich wirklich das Rennen von Anfang bis zum Schluss perfekt finde, also sowohl am Schießstand als auch auf der Strecke. Ich denke, ich habe halt wirklich alles richtig gemacht, nicht nur ich, sondern auch die Techniker, alle, die da heute mitgewirkt haben, um dieses Ergebnis möglich zu machen, und darüber bin ich natürlich sehr glücklich. Wer Sie heute beobachtet hat, Magdalena, der hat gesehen, dass Sie mit einem Strahlen durch den ganzen Tag gegangen sind, auch während des Rennens hatten Sie immer ein Lächeln auf dem Gesicht. Ist es diese Unbekümmertheit, die Sie momentan unschlagbar macht? Ja, also die Unbekümmertheit habe ich mir natürlich schon ein bisschen antrainieren müssen. So dieses dicke Fell, dass ich mich wirklich nur auf mich selber konzentriere, dass ich das rundherum so ein bisschen ausblenden kann. Es ist ja doch viel los, also gestern Pressekonferenzen und so. Also ich war dann gestern Abend schon mal zeitweise so ein bisschen gestresst und habe halt einfach gelernt, wie man das ganz schnell abstreifen kann und ganz schnell wieder zu seinem Idealzustand zurückkommt. Und das ist mir halt total gut gelungen. Ich bin heute schon mit einem Lächeln aufgewacht in der Früh und ich werde sicherlich auch wieder mit einem Lächeln einschlafen und so ein Tag wie heute ist einfach perfekt. Sie waren zweimal fehlerfrei am Schießstand und Magdalena, Sie haben geschossen wie die Feuerwehr. So schnell habe ich das bei Ihnen selten gesehen. Und Sie haben am Schießstand dieses Rennen auch gewonnen. Sie waren fast eine halbe Minute schneller als Daria Domracheva. Und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben. Ja, also ich habe mich einfach unheimlich sicher gefühlt am Schießstand. Ich weiß einfach, was ich kann. Also ich bin da momentan einfach sehr selbstbewusst und weiß, dass ich mir erstehen, vor allen Dingen nicht mehr verstecken muss, dass ich da wirklich einen super Rhythmus durchschießen kann und dabei auch noch alle Scheiben treffen kann. Und das habe ich heute demonstriert und darauf bin ich ganz besonders stolz. Das Publikum in Ruhpolding ist fantastisch. Also wenn wir die Szene allein mal anschauen, wie Sie auf die Zielgerade einbiegen. Magdalena, ich bin mir sicher, da hatten ganz viele eine totale Gänsehaut. Wie ist es Ihnen da gegangen? Gänsehaut pur? Ja, also ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass es normalerweise reichen müsste. Ich habe oben am Anstieg nur 15 Sekunden oder 20 Sekunden Vorsprung gehabt und ich wusste, dass ich jetzt einfach nur noch ins Ziel laufen muss und einfach die Stimmung genießen kann. Ich meine, so ein Rennen ist immer erst vorbei, wenn man über der Ziellinie ist. Aber als ich dann da im Zielbereich aufgestanden bin wieder, nachdem ich mich so ein bisschen erholen musste, die Leute haben so gejubelt. Also es war Wahnsinnsstimmung und einfach nur zum Genießen. Ein Wort vielleicht noch zu den Herren, Magdalena. Haben Sie das Rennen überhaupt mitbekommen oder waren Sie da schon in der Vorbereitung für Ihr eigenes? Naja, wir haben beim Essen ein bisschen geschaut. Wir haben einen Laptop daneben stehen gehabt und haben dann, wo wir uns dann anzogen und fertig gemacht haben, schon ein bisschen mitgeschaut. Und es waren halt so die ein oder anderen Problemchen da. Ich denke am Schießstand und vielleicht auch auf der Strecke. Ich glaube, da muss man vielleicht einfach einen Haken dran machen. Die Jungs, die wissen, was sie drauf haben. Der Andi hat es in der Staffel bewiesen, was er drauf hat. Und der Arndt, der weiß auch, dass es wirklich, dass er gut drauf ist und dass das Potenzial hat, auch aufs Podest zu laufen. Und wie gesagt, ich denke, da ist es jetzt wichtig, einen Haken dran zu machen und einfach morgen zu versuchen, so weit wie möglich wieder nach vorn zu kommen. Also für die Verfolgung morgen sind Sie auf jeden Fall bestens aufgestellt, Magdalena Neuner. Da drücken wir die Daumen und wünschen eine schöne Abschiedstour. Danke. Alles Gute nach Ruhpolding. Dankeschön. Danke, schönen Abend noch.